Hey Dennis, du alte Socke, na? Yo, yo, yo! Neue Folge? Was geht ab? Was geht? Oh, wer ist das denn für ein Müll? Das ist der Ron. Oh, this is bad! This is very, very, very bad! I shouldn't be here! See, I should be with Trevor! Or at the airport! Now someone, I'm not saying who. Well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. But someone may have told the Vagos and the Ballas and the frat boys and the Lost and the O'Neills, told them all where their stuff is. If you want to get paid, I'd get over there, quick. Now I got to. Don't let him kill him. Ay, 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 ay. Ja, geht's los mit dem Finale der Heißmission, mit der Nummer rund um Trevor. Die Beute ist hoch, aber Trevor wird fett gejagt. Wir haben natürlich viele Aktionen für Trevor gebracht. Jetzt haben alle keinen Bock mehr auf Trevor und denken sich, Alter, dieser Sack, der hat uns das Koks geklaut, das Crystal Meth, das Marihuana. Ja, und hier sehen wir jetzt die Posten. Der Boss ist der Dennis, denn der verteilt eben mal den Anteil auf sich. Als wäre das so nicht aufgefallen. Dabei aber sind nicht aber auch okay. Noch hier. Der Herr Currywurst, um sie mal vorzustellen haben. Hier. Der 30% haben will. Und dann natürlich auch noch der Sursley Massive, der Benny. Hallo. Am Start. Ja. Und heute wird fleißig gefeitert hier im schönen Los Santos wieder. Wir haben auch ein dickes Fahrzeug am Start. Und ich müsste mich jetzt zum Lagerhaus begeben, in die Position. Dann soll ich auf der Position bleiben, kenne ich. Und dann soll ich Gegner ausschalten. Und dann soll ich ins Fahrzeug steigen und mich bereit machen, um es loszufahren. Ich glaube, das sollen wir fast alle so machen. Ja, das sollen wir alle machen. Alter, genau. Das ist ja eine Überraschung. Krass. Ja, das ist ja eine Hammer. Da bin ich doch direkt mal bereit, ne? Ja, ich auch. Also okay, let's go, let's flow. Ne? Let's okay, go, dann mal ab zum Lagerhaus, Ladies and Gentlemen. Absolut. So sieht's aus. 4.000 gibt es für diesen Heist. Und ja, dann mal ab. Oh, wir haben ja sogar den... Oh, was ist denn jetzt los? Was nehmen wir denn für Klamotten da? Warum steht denn der Benny so alleine? Ja. Der Benny war frech letzte Woche. Ach so. Woche. Ja. Oh. Weil ich muss den Benny ja mal nochmal hier loben, ne? Das Benny ist wirklich ein guter Torwart. Halb. Ja, bin ich ein guter auch früher Torwart mal gewesen. Worüber redet ihr denn? Über die... muss über man ja erklären. Weil über, muss man erklären, eure ja. Unglaubliches Fußballspiel. Ja, der Sarazar wollte ja auch kommen, aber wir hatten leider viel zu wenig Budget, um den Promi zu bezahlen. Ja, genau. Ich hab gedacht, nee, stehe ich nicht mehr auf sowas, ey. Ja, was? Mal, wie viel Abos habt ihr? 280.000. Nein! Das ist ein Witz. So, geh ich. Komm hier. Ich bin ready. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin in einem cooles Outfit an. Ja, oh ja, der Benny auch mit seinem Katz. Nee, ich habe tatsächlich Battlefield aufgenommen, als ihr Fußball spielen wart. Oh. Aber darum geht's auch in dieser Folge nicht, sondern es geht um die volle Ladung Action. Und Battlefield ist ja jetzt auch wieder was her, denn wir befinden uns jetzt in den USA, während das über eurem Monitor flimmert, oh will ich Gott. Mal behaupten. Ja, also wir sind auch im echten Los Santos in Wirklichkeit. Das Fußballspielen ist ja schon wieder, und wir sind ja kräftig am Vorproduzieren, damit dann auch Folgen über euren Monitor flimmern, während wir nicht da sind. Und wir werden natürlich auch in den USA weiter GTA produzieren. Wir hatten ja schon kürzlich gefragt nach den Challenges, da kommen wir auch bald wieder drauf. Aber jetzt wird erstmal Vollgas gegeben, auf die Tube Trevor retten, ne? Für die ganze Mission. Ja. Jawoll. Und das ist hier. Man, I could have got killed 6 times by now. When you arrive, I'm gonna need 2 of you at the north of the warehouse and 2 at the south, covering anyone coming in from those directions. I'll be inside, protecting the product. Joining in where I can. When we take care of them, we move the product and then we're done. You people want to get paid? Get down here and help me. Quicker we do it, the more you'll get. I'm at the warehouse under the LS freeway. So, und das Wichtigste ist ja, es gibt ja gerade... Seed investors, friends and family who've kicked in to get the business going, they want their seed back. Screw them. We got their coke. So, die PC-Version ist draußen, das wollte ich sagen. Woo! Yeah, Mann. Yeah. Unglaublich. So geil ist die, ey. Ja, und zur PC-Version müssen wir mal schauen. Vielleicht ist sogar schon Special produziert worden. Da müssen wir, wie gesagt, gucken. Das kann ich noch nicht genau sagen, weil wir diese Heist-Mission jetzt ein wenig vorproduziert haben, damit das garantiert auch über euren Monitor flimmert. Und der Gronkh wollte ja auch mitmachen. Aber das ist noch nicht ganz sicher. Da müssen wir noch mal schauen. Hängt davon ab, wie wir das auch connected kriegen, alles und wie er jedermann Bock hat. Leute. Wir gehen Position. Okay. Der Trevor ist nämlich bei uns, ne? Wir müssen, glaube ich, auf den aufpassen. Das kann gut sein. Nee, die Frage genau, mit dem Gronkh checken wir auch nochmal ab, ob der Bock drauf hat. Wir wollten ja ihn nochmal anhauen, wenn die PC-Version rauskommt.
ob der dann nicht auch mit uns spielen will. Weil er hat ja mal gesagt, PC-Version wäre wieder dabei, ne? Habe ich ja so dunkel erinnert. Ja, das war aber in der Folge, wo er Gast war. Genau, aber das will ich jetzt auch nicht mal auf bare Münze legen, weil ich weiß nicht, der Gronkh hat ja selber viele Projekte und ich weiß nicht, wie er Bock hat mit GTA, aber letztens hat er halt auch nicht mehr so Bock auf GTA gehabt, weil sich auch nicht so viel verändert hat. Und wir haben dann die Heist-Mission losgelegt. Werden wir sehen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn der Kaspar mitmacht. Aber war schon lustig, ne? War schon lustig. Auf jeden Fall. Wäre sehr cool. Ja, und bald, wenn die Heist-Missionen auch eh vorbei sind, dann werden wir auch wieder ein paar Challenges machen, wie schon angesprochen. Und da werden wir natürlich eh dann auch wieder ein bisschen ein größeres Trüppchen. Tobi ist dann ja auch wieder da und so. Hab ich schon ein paar coole Sachen gelesen. Müllwagen, wie wir jetzt fahren und so. Mega super, gut. Ja, mega geile Challenges, ja. 50 Stück oder so insgesamt. Boah, da haben wir ja viel zu tun. Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist der Trevor da. Der steht da ganz gemütlich rum. Ich wollte ihn gerade schießen, beinahe. Das Schläfchen. Okay, ich geh mal wieder nach vorne. Benni, bleib am besten hier in der Halle. Obwohl, warte mal. Wir können ja, obwohl die Halle ist echt gut. Gehen, ne? Findet ihr das denn, dass hier auch so Charaktere aus dem Singleplayer sind? Ja, finde ich super, ey. Ist ganz cool, ja. Wow. Bei Trevor finde ich es echt cool, aber bei Trevor muss ich sagen, das habe ich in den Kommentaren gelesen, das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Ja. Dass viele Leute geschrieben haben, hey, man hätte doch Trevor töten können auch im Singleplayer und das würde dann ja nicht passen, weißt du? Ja, aber GTA Online spielt, ist die Vorgeschichte von GTA 5. Nein, fuck. Genau, so könnte man es dann wieder erklären. Wir wurden überrannt. Ja. Wo? Von hinten. Was? Oh. Zweimal gestorben. Leider, es tut uns leid. Einmal ja, ich, einmal der Benni. Ganz schlechte Position. Ach Leute. Ich glaube, wir hätten doch lieber in der Halle bleiben sollen. Wir müssen in der Halle bleiben. In the hall. Nicht aus der Halle raus. Ach Leute. Das war tut uns sehr leid. Ja, wir sind nicht vorgestürmt, sondern sind 1 Meter zu weit nach draußen. Hast du denn keinen Lenkraketenwerfer oder sowas? Doch. Ja, damit kannst du die Autos eigentlich schon relativ gut abfangen. Aber von rechts um die Halle rum kam einer und dann war ich tot und dann... Okay, let's go. Komm noch. Dann war ich auch tot. Und dann waren wir beide tot. Und dann war die Mission schon gescheitert. Wer hat eigentlich diese Katzen... Das ist der Benni. Miau. Er ist ein Waschbär, jetzt eine Katze, Alter. Er hat sie nicht mehr alle. Das Ding ist, das Ding ist... Zielliebhaber hier. Wir zocken jetzt halt, wie gesagt, die Heist-Mission so oder so noch auf dem Playsee weiter und vielleicht dann auch ein paar andere Folgen auf der Playsee, weil wir halt noch ein bisschen vorproduzieren. Jetzt für die Zeit, wo wir uns in den USA befinden, genau jetzt, das muss man vielleicht noch kurz mal in den Raum werfen. Und dann werden wir mal checken, wer alles mitmacht bei der nächsten Runde, ob PC-Version oder ob wir bei der Playstation bleiben und die PC-Version werden wir mit Sicherheit irgendwie anspielen, aber man weiß nicht, ob wir das als Play umswitchen werden. Mal sehen. Genau. Lassen wir uns mal überraschen, das lässt sich jetzt alles noch schwer sagen. Ich glaube, der Reiz bei der PC-Version sind auch die ganzen Mods und die werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das wird dauern, das wird sowieso dauern, ja. Bis ja, dann kommen. Muss man eh sehen, ob das auch im Online-Modus funktioniert. Irgendwie wird das nicht gehen. Das ist ja so eine Sache. Weil das kann ja als Cheaten ausgelegt werden. Ja, eben. Komm mal kurz die Rampe runter, bitte. Ja, yeah, schöner Treffer, Alter. Ich hab den Raketenwerfer komm. Immer noch nicht. Okay, hey, Mann. Alles gut. Okay, warte, die Jungs holen. Bam! Können Sie wieder hier hinstellen. Schön. Genau. So läuft das Häschen. Rambazamba Carabo. Jetzt wird ausgerastet. Wir kicken alle weg hier. Jetzt Rambamba. Ich mach mit dem Benni hier vorne, hier da hinten, ne? Ja, der Benni ist bei mir. Mit dem Dennis. Bam. Ja, ja, genau. Wir nehmen die andere Seite. Der Bennis. Bennis. Der Bennis. Ja, genau. Der Bennis. Ja, das ist gut, Benni. Und jetzt kommen die Ballers. Ballers. Während der Folge hier tatsächlich läuft, im realen Los Santos sind, dass ich das mal erleben darf. Ja, mega geil, ne? Ja. Okay, der kommt rüber geradet. Komm, Walle. Zack, komm vor Nord durch. Hab ihn, Benni, hab ihn. Drauf, zack. Da kommt Wagen, warte, ich bin mit dem Wagen. Zack, roll. Zack. So, wir sind hier hin. Ja, sehr schön. Ja, Mann. Okay. So läuft das Häschen. Caramba, Carazzi. Wie sieht's ruhig aus? Alles gut. Da vorne, komm. Alles ruhig. Kommt da hin, mal ein bisschen. Nee, das ist ein alter Pussy. Ein Motorrad. Ja. Oh, leg das Fahrzeug, Dennis, hol dir das Fahrzeug, ich hol mir den. Okay, da kommt das nächste Auto. Und bam! Hallo, Päckchen für euch! Kann doch nicht sein. Easy. Oh, noch einer. Motorrad. Zack. Ja, wann wollte einer von links, sterben? Den hast du, ne? Okay, nice. Sehr gut, der Raketenwerfer. Okay, weiter geht's. Oh, Leute, seht ihr? Ach, okay, wir benötigen nur einen Fahrer. No, go, rein. Komm mit Trevor. Der fährt bei mir mit. Ich würde mitfahren, aber ich komme hier nicht. Warte, wir haben ja auch so eine Karre mit MG hinten drauf, Leute. Oh ja. Weißt hier ist übrigens Health Kit und so, falls ihr braucht. Da steigen die zwei, die nicht fahren, steigen dann in die Karre auf. Achso, fährt der Trevor selber? Kann das sein? Nee, doch nicht. Ich fahre. Okay, spring drauf. Wenn Sarah zerfährt, ich schieße. Ja, yeah, Alter, wir rocken es die Scheiße. Es zählt jetzt. Wir müssen Gas geben. Und denkt halt, Leute. Ja, und wir haben auch eine Lebensanzeige. Oh, shit. Go. Oh, Mann.
Warte, jetzt kann ich wieder gute Stunts machen, ey. Wenn der Benny so runterbrutzelt, ja, das nein. ist das Beste. Jo! Yeah! Boah, gut. Boah, das ist auch eine geile Challenge, mit dir Stunts machen und dich drauflassen. Ja, genau, die müssen uns covern, ne? Okay. Helikopter, okay. Helikopter. Ja. Zwei Stück sogar. Komm, schnell, ihr wartet unter der Brücke. Wir machen die Fläche. Das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Aber Zeit, stehen bleiben, ich glaube, das ist nicht so. Wartet unter der Brücke, Jungs, die kriegen euch da nicht. Ich hab nur einen ganz schlechten Winkel hier. Oh ja, ich hab den einen. Ja, Benny, du schaffst das. Okay, komm weiter, Dennis, weiter. Okay, okay. Ich fahr den weiter. Jawohl! Yeah, nice. Schlauber. Schöne Sache, Benny. Yeah, Leute, wir gehen voran. Keine Sorge. Wenn ihr wieder da dran hängt. Ja, yeah, es ist so geil. Die Todeskatze. Yeah. Miau! Mega nice. Yeah! Wow, nice. Wow. Ich hol die alle runter. Okay, die komm, Benny, noch ein. Was, du holst alle runter? Ja. Was, Benny? Oh, oh, ich werd beballert. Benny nimmt noch die Wombats. Ja, jetzt kommen noch Autos dazu. Du musst mal langsamer fahren. Warte, nicht so schnell. Ja, ich war gerade so im Element. Sorry. Ah, noch eine Karre. Wir dürfen die anderen nicht verlieren. Vorsicht, wie oft unsere Jungs schießen. Ihr müsst ja uns beschützen. Genau, fahr mal durch. Da schießt auch mal hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, und der im Weißen auch. Oh. Okay, schnapp sie dir beide, die Männer. Schön. Yeah. Also, das ist ja, so läuft die Katze. Hilfe. Gib Gas. Bam. The Transporter. So, aber mir ist gerade jemand auf. Geradeaus? Geradeaus? Okay, geradeaus. Vorne. Jawohl. Ja, warte, der kommt auf mich zu. Ja, der Van da vorne. Oh, sorry. Hier, der hier. Hier, warte, ich fahre es langsamer, dann kannst du easy draufkreuzen. Yeah! Yo, nice. Nice, Jungs. Ja, das ist Kontaktarbeit. So. Boah, wir glitschen die Autos mega durch die Map. Oh, mein Transporter hat schon voll viel verloren, ey. Da müssen wir aufpassen. Komm, wir müssen ein bisschen auf den Dennis warten. Warte mal kurz. Bleib mal ein bisschen langsamer, Curry. Ja, ich lass ausrollen. Ja, ich bin da. Ist okay, weiter geht die Fahrt. Miep, miep. Okay. Yo. So, okay, weiter geht's. Die Gegner. Vor uns, vor uns ist ein Gegner. Das haben wir mega gut gemacht. Alter, ich schieße auf einen Truck, ihr Holzköpfe. Ja, wenn ihr denn. Nee, wir können dir keinen Schaden abziehen. Der Benny muss die Oberbewegung. Boah, yo, der. Alter, was geht mit ihm? Haut ab! Alter, zwei Autos. Alter, fahr weiter. Wir übernehmen den. Wir übernehmen hier. Aber hier übernehmen wir. Okay. Ich hab ich auch. Oh, jetzt kommt noch ein Motorräder, Mann. Oh! Yeah, Mann! Ja, nein, fuck! Was? Du, wo fährst du hin? Oh nein! Alles gut. Boah, alles gut. Kleiner am Rande. Hallo Curry. Okay. Alter, dein Transporter hat fast gar nichts mehr. Okay, die fahren weiter geradeaus. Oh, oben auf der Brücke sogar. Nein, jetzt haben die mit wir Platten geschossen. Oh, bleib dran. Augen zu und durch, wir bleiben. Wir schieben dich an im Notfall, Curry. Ja! Wir schieben dich an. Okay. Wir schieben dich an, Mann. Danke, Mann. Ich bin dran. Ja. Ich bin tot. Dennis ist tot. Scheiße. Nein. Wir haben noch ein Leben. Also, okay, schnapp doch die Transporter schnell. Okay, schnell, geh raus. Das sind sau viele gerade. Schnell raus. Komm zum Unterschied. Schnell, schießt auf den Transporter. Ganz schnell, Leute. Wow. Transporter. Hinter uns sind auch welche. Gib Gas, weiter, Benny, du musst umsteigen, du Vogel. Noch, warte. Ja, wie soll ich denn dann schießen? Warte, Benny. Ich fahr hinterher. Bam. Komm. Geh drauf, Benny. Geh rein oder geh drauf. Mach was. Fünf Minuten haben wir noch. Schnell, Benny, drauf. Okay, Benny, baller, weil er Zeug hält. Du musst den Baller schnell beschützen. Ich fahr Offroad. Plymouth Transporter hat schon fast die Hälfte weg, da. Gib Gas, Benny. Wo sind sie? Da vorne fährt ein dicker Brummer. Ja, ich geb Vollgas, was ist das? Brummer. 4 Minuten Alter. Noch für 2 Kilometer. Boah! Alter! Bitte! Jetzt keine Scheiße bauen, ich brauch ich hier. Wir sind über Motoren. Oh nein, wir müssen zurück auf die Strecke. Ich fahr, bitte. Oh mein Gott. Alter, Leute, ihr habt weniger als die Hälfte noch. Beide Seite. Leute, fahrt auf hier alleine. Ich fahr über die Berge, Leute. Ich werd nicht geschossen, gar nicht. Da oben rechts haben wir so ein LKW verschwindet. Dann gehen wir jetzt zum Saratza. Okay, wir fahren zum Saratza. Helfen dem. Wo ist der? Weg da. Komm, sag mal, jetzt ist aus. Der Gänse. Oh, fuck. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Voll viel auf. Alles gut. Ich will eine Offroad-Strategie. Komm, Benny. Benny, baller. Ja, ich baller hinten alles ab. Alter, was ist denn hier los, Mann? Wo bin ich? Wir fährten da oben auf den Schienen. Ich. Ja, ich nutze eine Abkürzung. Ja, das ist gut so. Offroad. Ja. Ich sehe nur gerade so ein schwarzes Ding. Und wenn da jetzt ein Zug kommt? Ja, scheiß drauf, dann haben wir verkackt. Scheiße, ich müsste hier eigentlich auch rechts abbiegen. Oh oh.
Vielleicht war das doch nicht so. Komm schon, du scheiß Truck, Mann, was ist los mit dir? Oh oh. Warte, wo fährst du denn hin, Alter? Das ist falsch! Ich kann, ich kann da nicht. Oh Gott, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Wo fährt er denn jetzt hin? Jetzt geht er mit dem Truck hin! Nein! Scheiße, Benny, wir hängen fest! Wir hängen fest! Oh Gott! Wir dürfen nicht mehr sterben, ne? Oh Gott! Ich fahr jetzt hier runter. Aua! Okay. Du steh auf, Benny! Was der Wolle fährt unten! Ich hab noch 800 Meter. Wir haben die Abgang. 700 Meter. Ja, wir haben noch 4,2 Kilometer, ist doch nix. Was? Was? 3 Minuten? Alter! Ja, unschaffbar. Beeil dich mal. Hey, ja, gerade bist du denn lang gefahren, Alter? Ja, ich bin jetzt auf der Strecke, jetzt ist nur noch ein Kilometer. Ich wollte mich nur ein bisschen schocken. Da links, ja. Ja, immer mit der Ruhe, Freunde. Ihr macht mich fertig, der Kerl. Ich musste da an den Schienen lang, aber ich wusste nicht, dass der Weg keine Abkürzung hat. Das ist natürlich bitter. Hilfe! Eigentlich war das eine super Idee. Das überhaupt, Alter. Ohne Scheiß. Die Karre musste ja überleben. Ey, ihr sollt auf mich eigentlich aufpassen, ihr Vögel. Nee, einfach durchfahren. Wir warten dann auf dich, Alter. So. Okay, wir sind da. Ah, ich lass mir Zeit. Das ist richtig spannend. Kommt, Jungs. Yo! Hallo! Ey, fahr mich nicht um! Oh. Alter, wir haben noch kein Leben! Oh! Geil. Okay, wo ist der Walle? Ich bin hier gerade noch ein paar Tore rein, Mann. Was kommt denn da? Winke! Der Walle kommt! Nein, hör auf, bitte! Okay, ich lass es sein. Boah, Alter. Wo fährst du da lang? Ich probiere ja hochzukommen wieder, weil ich hier runtergestürzt bin. Ey, du hast... Eine Minute 45. Hängst du da unten fest? Ja, ich häng da unten fest. Wir müssen ihn anschieben. Wie, der hängt da fest? Schnell, schnell, wir müssen uns beeilen. Wie, der hängt da fest? Hol das Auto. Da kommt er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja! Was machst du denn da hinten? Komm, ey, falsche Richtung, falsche Richtung. Ich bring Spannung ins Gameplay, Alles unter Kontrolle, ey. Okay, da kommt der Winken, Leute. Ich will nur ein paar Herzinfarkte und ein paar Hater-Kommentare bekommen. Winken! Okay, das geht. Okay. Hallo! Weg aus dem Weg! Oh, Alter! Hallo. Wer ballert denn da? Welcher crazy? Welche yeah. Crazy Cat? So, easy! Guck mal, hier, warte! Jetzt explodiert alles so, weißt du? Okay, Haftbombe? Ja! Yeah! Nice one, friends! Nice one, huh? TPI! On our way! We are on our way! Oh, thank you, people. Thank you. Great work. Really great. Here is what I promised you. A little advance from my earnings. You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. Soon we'll do the accumulation. Very soon, all right? Now let's get the hell out of here, all right? I got the buyer coming through. Thank you. Thank you all very much. Hey. Be cool with that money. Only buy superficial crap and superficial people. Yeah! Sauber, Jungs. Yes. Who are you? I'm Infinite Rage. You can't be Infinite Rage, because I'm Infinite Rage. Yes, but... I will deal with you later. Hey! My brother. Yo, it's Phil. It's good to meet you finally. Hey. Trevor, ain't it? So we're gonna do this or we're gonna have a circle jerk? Or both. Whatever you want, man. You got the drugs? Yeah, if you came for what you ordered. Yeah, I have them. Good. Can I see? Can I see the money? Yeah. Yeah, got it. Yeah. All right. So, Trevor, there is the money. Hand me the cocaine first. What? The cocaine you are selling me. Excuse me? Are you selling me cocaine, Mr. Phillips? Why do you keep saying that? Hmm? And how is it that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for trespassing. Get away! Fuck! Three! Six! Fuck off! Asshole!
Da rennt er, der gute Trevor. Mit seiner Puppe. Ja, aber nur noch einer Puppe. Nur noch einer Puppe. Was? Ich habe nur Bronze bekommen, dafür, yeah, dass ich den Ding sogar umgetauscht habe. Weißt du, so, das ist ja wohl echt. Die machen das nur davon aus, wie viele Leute man tötet. Ohne Scheiß. Ja, scheinbar. Na, aber das weiß ich nicht. Du musst, glaube ich, schon Sachen fangen auch. Aber das Problem ist. Ja, aber jetzt guck mal, der Benny stand die ganze Zeit an der MG. Was für eine Überraschung. Dass er dann Erster ist. Yeah. Ja, das stimmt, Alter. Klar. Vor allem, man musste ich Einsatz zeigen. Ich habe den Wagen umgeswitcht, weißt du, ich bin gefahren, erst dann umgeswitcht, die Karre. Deswegen hast du Bronze bekommen, oder was? Ich habe einen Heldentod gestorben. Na gut, am Ende habe ich viel Scheiße gebaut, ich verstehe. Das war lustig, ey, weil alle schon so, oh mein Gott, schafft der es noch und ich so noch. Oh, oh. Okay. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Also der Zuschauer hat sich gefühlt, als er das gesehen hat. Ja. Jawohl. Nice, Leute. Sehr schön, Jungs. Nice. Sehr, sehr schön. Ja, wieder ein Heist geschafft. Genau. Alter. Und das heißt, das war's für diese Folge, liebe Freunde. Genau. Ja, yeah, jetzt gibt's wieder Party. Erstmal alle wieder eine raus. Mal smoke, oh nein, geht weg. Dennis ist wieder am Start. Nein! Ich hab extra drauf gewartet. Das ist ja schon fast Tradition. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Geht natürlich weiter dann noch mit der nächsten Heist-Mission. Und irgendwann werden wir dann sicher auch die PC-Version spielen. Bis dann, ciao! 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 Ja, liebe Freunde, das war der finale Heist von dieser Heist-Mission rund um Trevor Phillips, den Guten. Mit Trevor Phillips Industries geht's bergab, aber wir haben ihm ordentlich Drogen organisiert, besorgt und dann waren die Cops plötzlich am Start, haben ihn dann dingfest gemacht. War eine lustige Geschichte in den letzten Heist-Missionen. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit den weiteren Heist-Missionen und natürlich wieder viel Spirenzien und die PC-Version dann hoffentlich auch in Kürze, um es hier nochmal zu erwähnen und hoffentlich auch vielleicht mit dem Gronkh, wenn er Bock drauf hat. Wir können ja mal schauen, wie das läuft. Ich weiß aber noch gar nicht genau, welche Version wir uns dann jetzt vorknüpfen werden. Final, vielleicht bleiben wir auch bei der Blazy. Mal sehen, das hängt natürlich auch ein bisschen ab davon, wie man Spaß und Laune an diesem Spiel hat. Wir werden weitersehen. Vielen Dank für eure Einsendung. Vielen Dank für eure Challenges. Bis dahin.